Wille, Köpfchen und Talent. Keine Frage, die 19-jährige Alexandra Burkhardt aus Töging gehört zu den größten deutschen Nachwuchshoffnungen im Sprint- und Hürdenbereich. Nicht umsonst wurde sie dreimal in Folge als Oberbayern-Sportlerin des Jahres in der Leichtathletik ausgezeichnet. Die Erfolge sprechen für sich. Ja, sie hat ja schon in der Hallensaison jetzt bei den Erwachsenen reingeschnuppert. In der Frauenklasse ist sie bei der Deutschen mitgelaufen, hat sogar einen dritten Platz in der Halle gemacht, überraschenderweise über 60 Meter Hürden. Und wenn sie gesund bleibt, wenn sie im Kopf weiterhin so dabei bleibt, wo ich keine Zweifel habe, dann bin ich überzeugt, und das ist nur meine Überzeugung, dass sie sich im Erwachsenenbereich durchsetzen wird. Letztes Jahr war ich dann noch an der Junioren-Weltmeisterschaft in Barcelona. Da sind wir dann mit der Staffel Vize-Weltmeister geworden. Ja, mein Einzel war jetzt nicht ganz so gut, aber da habe ich auch das Halbfinale erreicht. Ja, deutsche Jugendmeisterin bin ich wieder geworden, meine Titel verteidigt und ja, das habe ich natürlich dann heuer auch wieder vor. Beim Anblick dieser Bilder fällt einem spontan der Vergleich mit einer Gazelle ein, die per Definition ja als schlank, langbeinig und elegant gilt. Damit aber der Sprung an die nationale Spitze auch im Damenbereich wirklich klappt, wagt die Gazelle jetzt den Schritt aus der Savanne in die Metropole. Im Klartext, sie wechselte vom LAZ Inn zur LG Stadtwerke München, vom beschaulichen Töging in die Landeshauptstadt. Ja, ganz einfach. LG Stadtwerke München ist ein großer Verein, da habe ich viel Unterstützung erfahren, weil es einfach ein kleiner Verein gar nicht die Möglichkeiten hat. Und ja, also mir gefällt es da sehr gut, ich fühle mich sehr gut aufgenommen und ja, der Verein taugt mir gut. Und von daher, dass ich im Herbst sowieso ein Studium da in München beginnen werde, ist das eigentlich optimal. Und wir haben da sehr gute Trainingsbedingungen, ein super Stadion, eine super Halle. Und deswegen hat sie das angeboten. Ja, München ist ein großer Verein, hat natürlich für die Alexandra wesentlich bessere Fördervoraussetzungen wie LAZ Inner, weil meine LAZ Inner sehr zufrieden waren und ist alles topper mit Trainingsbedingungen und so. Aber wie gesagt, was gut war, kann man noch besser machen. Und LG Stadtwerke München ist halt einfach noch besser und sind wir jetzt von gut zu besser gegangen. Denn neben all den guten Voraussetzungen gibt es durchaus auch noch Verbesserungspotenzial, wenn sich Alex ihren großen Traum von Olympia erfüllen will. Es sind noch viele Baustellen da, muss ich leider sagen, oder zum Glück sagen. Es sind noch viele Reserven da, um es vorsichtiger auszudrücken. Und diese Reserven müssen wir jetzt in den nächsten Jahren heben, dass sie in der Erwachsenenklasse genauso den Anschluss an die deutsche und eventuell internationale Spitze schaffen kann, wie jetzt in der Jugendklasse. Ja, die Kraft vor allem, im Kraftbereich kann man noch sehr viel machen bei ihr. Da haben wir noch sehr wenig gemacht, im eigenen Körpergewicht nur, mit Medizinbällen nur. Und jetzt wird irgendwann einmal auch das Gewicht einmal, also die Langhantel mal eingesetzt werden müssen. Und da versprechen wir doch noch einiges, dass sie da noch einen Sprung nach vorne macht dann. Das ist schon mein Ziel. Also da möchte ich gern teilnehmen. Das Jahr, letztes Jahr war ja London schon und ja, da habe ich zugeschaut vom Fernseher und sowas möchte ich auf jeden Fall selber mal erleben. Alex ist aber wahrlich keine Träumerin. Für den Erfolg arbeitet sie hart und vergisst auch das zweite Standbein neben dem Sport nicht. Also ich hätte gerne was im Bereich Medien studieren. Ich bewerbe mich jetzt für verschiedene Sachen und dann ja, schaue ich, wo ich genommen wäre. Werde ich dann auch eine Wohnung da in München haben und halt aber am Wochenende immer heimkommen. Und ja, lasst sich halt in München auch am besten mit dem Training verbinden. Zudem ist Olympia bestenfalls ein lang- bzw. mittelfristiges Ziel. Erst einmal heißt es, die anstehenden sportlichen Herausforderungen zu meistern. Ich hoffe, dass ich meinen nächsten Einsatz habe in Rieti in Italien. Das sind die Junioren-Europameisterschaften. Dann werde ich noch bei der Deutschen Meisterschaft von den Aktiven in Ulm an den Start gehen. Dann ist die Europameisterschaft hoffentlich und dann kommt ja auch noch meine eigene Deutsche Meisterschaft als U20. Und da habe ich ja auch zwei Titel zu verteidigen. Und auch die sonstigen. Ja, Sportprofikarriere ist gut gesagt. Man braucht ja ein zweites Standbein und als Leichtathlet kann man sich jetzt da keine goldene Nase verdienen, sage ich mal, geschweige denn davon leben. Ja, und ja, also Bildung ist halt einfach das Wichtigste und dann glaube ich, kann man auch beruhigt seinen Sport machen, wenn man was im Hintergrund hat. Zu den eingangs erwähnten Wille, Köpfchen und Talent kommt also auch noch die Bodenhaftung. Die Voraussetzungen stimmen bei Alex. Wenn sie verletzungsfrei bleibt, könnten Olympia 2016 bzw. laut ihrem Trainer vor allem dann 2020 durchaus ein Thema werden. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.